Ja, jetzt habe ich ein paar andere Nüsse gesehen. Ich werde gleich mal kosten. Und diese Nüsse sind mit Sicherheit leichter geknackt worden als die der Präsidenten. Aber die habe ich auch geknackt. Ich wurde gerade gefragt, was ist das für eine Story hier? Und ja, jetzt bin ich auf der Harmony World 2011 am Stand mit sibirischen, ja, sibirischen. Ob sie so kalt sind, weiß ich nicht. Aber dass sie sehr gut sind, das weiß ich, das habe ich schon mal gehört. Nüssen und Kraft aus der Taiga, genau, Kraft aus der Taiga. Und ein Touch ist hier zu sehen mit Herrn Nikolai Valujew. Also man trifft ihn immer wieder, wenn nicht direkt, dann mit seinen Spuren aus seinem Land. Warum ich mit dem Bike hier bin, ja, was das ist und wer der Chef ist und so weiter und so fort. Dazu, das ist ein Charity-Film. Und hier sehen Sie auch einen Boxer. Ich weiß und glaube auch, dass Sie das wissen. Ja, ja. Sie kennen? Ja, ja. Sie kennen, okay. Er hat Parkinson und ich habe gesagt, ich möchte ihn unbedingt treffen, weil vorher die Botschaft war, ob man für Kinder Parkinson etwas machen kann. Gendefekt. Entstanden ist das Ganze bei dieser Aktion. FC Bayern. Also da war ich und im Stadion und da war ich Zuschauer. Ich bin noch Fan vom FC Bayern und da wurde ich gefragt bei einer Leukämie-Blutspenden-Aktion, ob ich mir vorstellen könnte, etwas für Kinder Parkinson machen zu können. Ich habe ja gesagt. Thomas Reiter sagt, es gibt keine Grenze, der zum Mond fliegt, außer man setzt diese und das ist dabei aus Versehen entstanden. Viel Glück. Mit Sicherheit, das braucht man unter anderem. Viel Euro braucht man auch, Entschuldigung. Das bekomme ich aber im Moment mehr vom Ausland als vom Inland. Haben Sie sonst noch eine Frage? Nee, danke. Nicht? Danke. Naja, dann good bear and good nuss. Ja.